pizza italiano and marocano. Ah. Hallo, wie geht's? Alles gut? Alles klar? Ja, willkommen in Marokko. Guck mal, wie der Salat aussieht. Bruder, Kunstwerk, sage ich euch. Ein Kunstwerk überhaupt. Oh, Leute, Leute, Leute. Ich habe heute wieder was richtig Feines für euch, Leute. Moment mal. Und zwar ist mir das spontan eingefallen, Leute. Moment, ich zeige euch mal, dann wisst ihr, um was es geht. Und zwar war ich hier gerade auf dem Weg zum Meer. Auf spontan habe ich mir dann gedacht, ey, wir werden wahrscheinlich da eine Fischplatte essen. Und habe ich mir gedacht, ich nehme euch jetzt einfach mal auf spontan mit. Sandstrand hier. Check mal ab. So ein schöner Sand. Ich gehe mal so erstmal am Meer, damit ich schön Appetit bekomme, Leute. Ne? Dann schmeckt das Ganze brutal. So Leute, ich bin jetzt im Restaurant Tamaris. Einige Zuschauer haben mir das empfohlen, die haben gesagt, Yusuf, komm mal hier vorbei und check das mal ab. Ich bin jetzt gerade hier, ich gucke mir das gerade an. Der erste Eindruck, Freunde, ich glaube, das ist gerade neu gemacht. Sieht sehr gepflegt aus, das Ganze, muss man an der Stelle sagen. Und schöne Stühle. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich gucke gar nicht auf die Karte, ich sage ihnen einfach, der soll so eine Platte machen, wo alles drauf ist, Leute. Der soll die schön machen, schön anrichten und dann gucken wir einfach mal. Jetzt alles gut, alles klar? Alles super, ja. Ja. Kannst du Deutsch? Denke schon, ja. Jetzt war schon dabei, live. Jetzt war schon live. Hallo, wie geht's? Alles gut, alles klar? Ja, willkommen in Marokko. Das ist der Besitzer von diesem Restaurant hier. Italien, Finkentief, Suessra. Suessra, ja. Der war in der Schweiz, Leute. Der war dort. Kennt ihr das? Guck mal, dem gehört der Laden und der arbeitet auch hier. Der ist hier der Chef sozusagen. In der Küche. Ja, Küchenchef. Guck mal, Leute, der will uns zeigen, wie er das zubereitet. So eine kleine Einblick hier. Guck mal, das ist die Küche hier von dem Restaurant, Leute. Assalamu alaikum. Wir sind alle motiviert, alle tipptopp. Ja. Frisch, Leute. Alles frisch, alles fresh. Voilà. Langosten. Alles sehr frisch. Ein Gross. Philipp Lahm. Ah, hallo. Thomas Müller. Salomon. Bustan Pierre. Frisch, frisch. Alles frisch, 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 ja. Alles frisch. Ja? Ach, nicht. Et pas lourd, du. Ah. Der macht ja auch Pizza, der Marokkaner. Oh, warte mal. Pizza italiano. Pizza italiano and marocano. Ah. Freunde, ich bin krass geflasht hier von dem Laden. Ich war gerade in der Küche. Der Chef höchstpersönlich kocht da einfach mit. So, der Laden ist gerade frisch aufgemacht. Also an die Leute, die mir diesen Laden hier empfohlen haben, starke Leistung, Leute. Also ich bin sehr geflasht. Frischer geht alles gar nicht. Guck mal, wie der Salat aussieht. Ich habe gerade gesehen, wie so ein Salat zubereitet wird, Leute. Bruder, Kunstwerk, sage ich euch. Ein Kunstwerk überhaupt. Die haben da alle Bock drauf. Auf jeden Fall, wenn ihr hier in der Nähe seid, das ist in Mehdia. So heißt diese Strandregion, heißt Mehdia. Tamaris kann ich euch von Herzen schon mal empfehlen, Alter. Guck mal hier, der bringt jetzt Cocktails. Cocktails Hawaii. Guckt euch das mal an. Anti-Stress. Anti-Stress, so hört er? Hawaii. Guck mal, der heißt einfach Anti-Stress-Cocktail. Guck mal, wie schön der aussieht, oder? Leute, wunderschön, oder? Und das hier ist der Hawaii. Hawaii-Cocktail. Ja. Wild. Also die Leute von euch, die aus einem sonnigen Land kommen, die wissen ganz genau, die Früchte, die sind einfach atemberaubend hier. Der hat, glaube ich, da noch Eis reingemacht, Eiswürfel. Mega. Das schmeckt so tropical-mäßig. Ne, probieren wir mal Anti-Stress, ob ich danach wirklich keinen Stress habe. Das ist so eine minzige Note. Sehr süß, minzig. Der hier spricht mich mehr an. Freunde, das ist doch mal ein Kunstwerk, Leute. Checkt mal dieses Kunstwerk ab. Guckt doch mal an, Leute. Er hat ein ganzes Schiff gebracht.
Sekretär Al-Qadir. Oh mein goodness, Leute, Leute. Sorry. Habt ihr schon mal so eine Anrichtung gesehen, Leute? Guckt mal bitte. Guckt euch mal dieses Kunstwerk an. Hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Ehrlich, also das ist ein Kunstwerk, Leute. Das ist eine Fische. Das erwartet man, wenn man in ein Restaurant geht. Das muss man erwarten hier. Mehdiya. Tamarissa, sage ich. Chef Said. Chef Said. Ja. Mashallah. Zu Chef Said. Und danach kriegt ihr hier sowas Schönes gezaubert. So, probieren wir das Ganze mal. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Probieren wir das Ganze mal, ob das auch was kann, geschmacklich. Erstmal probieren wir mal den Salat, ey, Digi. Das sind einfach hier frische Muscheln. Digi, also das ist der Inbegriff von Anrichtung für mich. Der Kollege, der richtet eiskalt, der macht daraus einfach ein Kunstwerk, Digi. Guckt euch das an. Dann machen wir hier Fischsalat, sage ich einfach mal. Oh mein Gott, Bismillah. Hat was Süßliches und du schmeckst die Frische raus. Rote Beete auch frisch. Guck mal, da hat ihr auch Hähnchen. Okay. Sehr geil. Komm, probieren wir ein bisschen hier Mozzarella, Tomat, wie immer. Ich sag euch ganz ehrlich, so stelle ich mir einen Restaurantbesuch vor. Guckt ihr das doch mal an. Das ist doch krass, Leute. Ehrlich jetzt, guck mal, das ist ein Kunstwerk. Du guckst das an, du denkst dir, wo bin ich hier? Das sind so viele Details. Der hat so viel Liebe reingesteckt. Ich habe noch nie so viel Liebe im Detail gesehen. In einem Restaurant. Noch nie habe ich das gesehen so. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal von einem Schiff gegessen habt. Aber ich esse einfach von einem Schiff. Digi, wo gibt's sowas? Sag mal bitte. Was ist das für eine Anrichtung? Check doch mal ab. Hier haben wir einfach mal so Muscheln. Einfach hier so Muscheln. Oh mein Gott. Krass. Guck mal hier, Calamaris. Guck mal bitte. Seht ihr das? Frisch. Sehr frisch. Ich muss sagen, erinnert mich an meinen Türkei-Urlaub. Extrem, Leute. Ich habe gerade Flashbacks an Antalya. Zitrone, Leute. Oha, der hat hier noch Reis und hier hat er noch Vegetables, guck mal. Hier hat er Brokkoli und Karotten, damit man schön satt wird, guck. Der Mann weiß, wie man gesund ist. Und hier hat er noch mal schön Reis, Leute, seht ihr? Seht ihr? Das ist nicht irgendwie verkocht oder so, das ist noch alles genau richtig abgestimmt, damit die Vitamine noch drin sind, damit die Ballaststoffe noch da sind, brutal. Der Mann versteht sein Handwerk, das ist meine persönliche Meinung. Der Mann hat Ahnung. Wunder, der hat Ahnung. Bisschen hier Lachs. Bisschen Zitrone auf den Lachs. Oh mein Gott, guck mal bitte. Ja, und dann eiskalt mal so rein. Brutal. Oh mein Gott. Komm, machen ein bisschen Cocktailsoße. Ich glaube, selbst gemacht. Schöne Soße. Probieren wir den Reis mit den Muscheln hier auch. Der Mann beherrscht sein Handwerk, brutal. Was ein Restaurantbesuch. Der Mann setzt andere Maßstäbe, Leute. Bisschen hier Garnelen. Ich bin pappesatt, das war brutal. Einfach nur himmlische Geschichte, Leute. Ehrlich jetzt. Kein Scherz. Au revoir. Au revoir. Wassalamu alaikum. Mala prochaine. Aji usuruna bzaf. Inshallah. Sinaukum. Okay, Leute. So, Leute. Guck mal, wenn man vom Restaurant rausgeht, check mal ab. Ich zeig euch mal. Hier ist das Meer. Ja. Und einmal so eine 180 Grad. Hier ist das Restaurant. Das war mal wieder ein komplett anderes Video hier. Direkt aus dem Strand von Marokko, Leute. Schöne Geschichte, würde ich mal sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Appetit bekommen. Und wenn ihr in Marokko seid, dann kommt auf jeden Fall hier Mehdiya vorbei. Ist eine schöne Geschichte hier. Wird euch sicherlich gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Leute. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.